Ich gebe es offen zu, ich bin ein Wortwiederholungsjunkie. Falls es dir ähnlich geht wie mir, nämlich dass du häufig in Texten ähnliche Formulierungen verwendest und dich wiederholst, dann habe ich heute ein Tool für dich, das dir sicher weiterhelfen wird. Mein Name ist Margit Wickhoff von der Textagentur Wortspiel. Ja, dieses Tool, das ich dir heute zeigen möchte, hat meine Kollegin in Berlin, die Liane Hein, entwickelt. Das ist der Online-Stilcheck. Sie hat es gemeinsam mit ihrem Mann umgesetzt, der Programmierer ist, um sich das Leben beim Texten zu erleichtern. Und damit hat die Liane nicht nur sich einen Gefallen getan, sondern uns allen. Denn dieser Online-Stilcheck ist, wie ich finde, wirklich etwas ganz Großartiges. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Du findest den Stilcheck auf Lianes Webseite. Den Link stelle ich dir gerne unter das Video, beziehungsweise werde ich ihn auch in meinem Blog verlinken. In diesem Stilcheck hast du eine Eingabemaske, wo du Text eingeben kannst, also beispielsweise aus einem Word-Dokument herauskopieren kannst. Ich lade jetzt einmal einen Beispieltext, um es dir zu zeigen, wie der Stilcheck funktioniert. So, also wie du siehst, haben wir jetzt Text in der Eingabemaske und diesen Text werde ich jetzt untersuchen. Ganz einfach, indem ich jetzt auf die Funktion Text übersuchen geklickt habe und habe dann sehe dann auf einen Blick, aha, da gibt es verschiedene Begriffe, die häufig im Text vorkommen. Beispielsweise das Verb sein. Wenn ich das jetzt anklicke, wird mir das unmittelbar angezeigt, wo dieses Verb vorkommt und in welchen Formen. Es gibt auch noch ein Dropdown, wo ich noch sehen kann, in welchen Verbformen das Wort sein verwendet wird und wie oft. Also Wortwiederholungen werden sogar gezählt. Das kann ich jetzt wieder hineinklicken und habe dann auch noch andere Wörter, die eben häufig im Text vorkommen, sofort angezeigt. Wiederum auch mit der Anzahl. Ich könnte die jetzt ausblenden, möchte ich aber nicht, weil ich will ja logischerweise die Wiederholungen sofort sehen. Und kann jetzt meinen Text dann im Original anhand dieser Empfehlungen oder dieser Markierungen bearbeiten. Was ich auch sehr wertvoll finde, es gibt weitere Funktionen noch. Ich kann beispielsweise lange Sätze identifizieren, das ist jetzt in diesem Beispiel Text nicht relevant, aber Füllwörter identifizieren oder auch Modalverben identifizieren, genauso wie lange Wörter. Umgangssprache ist noch eine weitere Funktion. Also wie du siehst, hast du da eine sehr umfangreiche Analyse deines Textes und vor allem siehst du auf einen Blick sofort, wo gibt es Wortwiederholungen, wo gibt es vielleicht Stilfehler oder Stiloptimierungen, die notwendig sind. Ich muss sagen, ich habe schon einige Tools in diese Richtung getestet, arbeite da auch mich oft händisch durch meine Texte, weil ich einfach, wenn ich viele Texte schreibe, dazu neige, immer ähnliche Formulierungen zu verwenden. Dabei finde ich dieses Tool extrem praktisch und hilfreich und auch ein großes Dankeschön an die Liane an dieser Stelle. Sie stellt dieses Tool auf ihrer Website kostenlos zur Verfügung und eine absolute Empfehlung von mir für dich, falls du viele Texte schreibst oder ganz einfach einen schnellen Stilcheck für deine Texte machen möchtest. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Video geholfen und vor allem das Tool wird dir weiterhelfen. Weitere Tools dieser Art und einen Blogbeitrag rund um meine liebsten Tools und Tipps zum Thema Text findest du auf meiner Website wort-spiel.at und ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Bis dann!